Hallo und herzlich willkommen zu Your News, die News aus Jorvik. Heute hat Star Stable die Knappschrupper endlich gepostet und ich muss sagen, ich bin überrascht, da hat sich nämlich nochmal ein paar Sachen getan, zumindest wirken die jetzt etwas anders als in dem Spoiler-Video, was letzten Tagen, Wochen rumging. Plus an eine Farbe konnte ich mich nicht erinnern, und das war der rechte hier, der sehr, sehr interessant aussieht. Mein Geschmack vielleicht ist zu wild, aber es ist mal was komplett anderes. Der Knappstrupper, was an bunten Flecken normal für ihn ist, das sieht für uns etwas unnormal aus. Besonders den hier, manche Flecken sind ein bisschen ausgefranster als andere, aber gut, das ist halt mein eigener Geschmack. Wir haben einmal einen Rappen mit einer Äpfelung am Po sozusagen. Er hat hier auch so eine Blässe und einen kleinen Schnippel. Dann haben wir einen dunkelbraunen, der überall am ganzen Körper diese weißen Flecken hat. Dann den weißen mit diesen hellbraunen Flecken und Pünktchen überall, so richtig wild verteilt. Dann einen hellbraunen, der auch die Musterung am Hintern hat und so eine Scheckung, ganz leichte Fliegenscheckung noch am Hals, im Nackenbereich und an den Schultern. Dann einen noch mit größeren, eigentlich ist das... Keine Ahnung, von der Farbe her vielleicht ein bisschen kräftigeres Braun, das verblassteres Braun, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, die ähneln sich ein bisschen, hat aber dafür größere Flecken und hat einfach so eine cremefarbene braune Mähne. Und dann hier unseren ganz verrückten, gräulich fleckten. Ob es eine siebte Farbe gibt, kann natürlich sein. Bei den Tinkern haben wir es ja auch so gemacht, dass die erst einmal die 6 gepostet haben, die safe ins Spiel so kommen, also im Dreierpack jeweils, und das siebte kommt dann in die App. Und das siebte werden sie wahrscheinlich dann im Teaser-Video auch nochmal zeigen. Aber ich denke mal, wir werden wahrscheinlich eher erstmal unseren weißen Tinker kriegen. Aber welche Farben auch erst erstes reinkommen, kann ich euch natürlich auch nicht sagen, weil ich es selber noch nicht weiß. Und wo sie stehen, natürlich auch mal so eine Frage. Und ich denke, also, ich überlege auch gerade, ob sie eine Special Animation kriegen. Ich glaube, ich denke nicht. Ich wüsste erst nicht, was Knappstrupper so eine Gangart oder irgendwas drauf hätten, was so typisch für den Knappstrupper wäre. Ich glaube, da ist aber auch nichts. Ich weiß es nicht. Ich glaube aber nicht. Es gab einen Bug, dass man das Fair-Symbol beim Jorvik-Stall gesehen hat, ob es dafür eine Quest gibt oder ob tatsächlich das neuen Knappstrupper einen Stall im Jorvik-Stall kriegen. Ich frage mich generell, wieso es noch keinen Stall am Jorvik-Stall gibt. Jorvik-Stall beinhaltet Stall schon. Und dann gibt es ja Ställe da. Also, wieso auch keinen Verkaufsstall? Make Jorvik Stables great again, ne? So zum Motto. Wieso gibt es da keine Verkaufsstelle? Oh Gott, für den Satz müsste ich echt gepeinigt werden. Ich, auf den ersten Blick würde ich auch nicht mal, ich wüsste noch nicht mal, welches Pferd ich mir holen würde. Es ist wieder so eine Sache, ich muss die, glaube ich, wieder vor Ort und im Spiel sehen. Das ist keine Rasse, die mich sonderlich interessiert wieder. Es ist so, aber nicht das gleiche wie mit den Curlys, sondern ich bräuchte sie jetzt nicht unbedingt. Vielleicht wäre der hier noch sehr interessant. Der sieht nämlich von der Flecken her echt niedlich aus. Vielleicht gefallen mir aber doch eher die anderen Variationen. Ich müsste das wahrscheinlich erst wieder im Spiel sehen. Und besonders die Animation. Also sollten sie immer noch die Animation vom Andalusia haben, wie es in diesem Spoiler-Video war, was ich aber nicht bedenke, weil das einfach nur ein Placeholder war wahrscheinlich. So, weil die auch keine Animation für den hatten. Ja gut, die Animation von Andalusia war nur draufgeklatscht, weil die auch keine Animation hatten. Wenn die Animation mir auch gefällt, dann werde ich mir wahrscheinlich einen kaufen und sonst wahrscheinlich wird die Rasse wieder für mich leer gehen. Weil ich kaufe mir keine Pferde mehr, die ich dann nachher doch wieder bereue oder das ist mir jetzt bis jetzt nur einmal passiert. Deswegen überlegt er jetzt dreimal und naja, das spart auch schon Starcoins, ne? Aber gut. Auf den ersten Blick finde ich die super niedlich. Ich mag deren Köpfe irgendwie. Aber da war irgendwas mit den Hufen. Denn man
konnte auf den Videos erkennen, dass die Hufe sehr groß geraten waren und der Kopf so klein. Deswegen, hier auf dem Blick sieht es sehr idyllisch aus, sieht alles proportional richtig aus. Sollten aber sie immer noch diese riesen Hufe haben. Ah, da muss ich mir mal was überlegen. Naja. Was sagt ihr denn zu den Knappstruppern? Abgesehen davon, dass die jetzt fast jede Woche ein Pferd rausbringen. Nehmt das mal ganz raus. Wie findet ihr die? Würdet ihr euch, wenn ihr Starcoins hättet oder wenn es nicht so viele Pferde im Moment wären, würdet ihr euch welche kaufen? Oder sagt ihr im Moment einfach nein, es ist überhaupt nicht meine Rasse? Oder nein, es sind im Moment so viele Pferde, ich komme gar nicht mit dem Level hinterher. Aber ihr könnt ja euch eine Meinung bilden, wie ihr die findet vom Aussehen jetzt her. Also so vom Optischen jetzt her. Ob ihr sagen würdet, ja, das wäre was für mich oder eher, nee, überhaupt nicht. Ist natürlich mal was ganz, ganz anderes als die typischen einfarbigen und normal gescheckten. Das ist jetzt mal eine totale bunte Mischung. Also mit richtigen Flecken und Dots und allem, das ist mal was ganz anderes, was wir schon lange nicht mehr hatten. Da fehlt mir jetzt nur noch dieser schwarz-weiße Gefleckte. Wenn ich mal Knappstruppe im Kopf habe, denke ich immer an diesen schwarz-weiß Gefleckten, diesen Dalmatinerpunkten. Und ich glaube, den wird es dann auch in der App geben, weil eigentlich hat Star Stable immer von den Pferderassen die typischste Farbe immer mitgenommen. Und sonst würde der mir irgendwo fehlen, weil ich wusste noch nicht mal, dass ein Knappstrupper so wie so ein Quarter Horse oder Paint so gefleckt sein kann. Oh, ich dachte, die hätten immer nur diese Dots. Aber es ist anscheinend wohl doch möglich. Also anscheinend haben die das wohl auch. Ja? Aber gut. Haut in die Tasten rein. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Wir sehen uns dann zu den nächsten News wieder. Macht's gut. Zum nächsten Mal. Ciao.